So, also ich stelle mich jetzt an links, ihr fahrt alle raus und dann Autobahn alle langsam und ich fahre von hinten an allen vorbei. Also im Vento. Noch irgendwo sammeln oder nicht? Ja, nee, also auf Autobahn. Wir fahren alle hier runter und ich filme das Ganze. Kannst du auch mitfahren? Das auch drin. Jawohl. Was ein Chaos hier. Noch? Ja. So, es tut sich was. Das ist das Fahrzeug, wo ich jetzt mitfahre. Auf tiefsten Osten hier eingereist. Ich sag euch später ein bisschen was zu dem Auto. So, ich stelle mich jetzt da vorne hin, filme die, wie sie alle wegfahren und dann steigen wir die ins Auto und die warten auf der Autobahn und wir fahren dann allen wieder vorbei ganz klar. So, Karfreitag Hannover. Es geht langsam los hier. Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen die Autokolonne, die hier heute jetzt losfährt. Tankstelle haben wir wieder voll bekommen. A352. Wobei, nee, fahr mal geradeaus und dann auf die A2, dann hast du keine Ampel. Also hast du immer eine zweispurige Ampel, weißt du? Genau, einfach rechts runter, immer geradeaus und dann auf die A2.
aus dem tiefsten Osten. Wie viele Kilometer Anreise hattest du? Fahr mal ruhig geradeaus. 300 circa. 300. So, wir sitzen hier. Sag mal ein bisschen was vom Auto. Ich fahre VW Bora, R33 Turbo. Mal gucken, was an Leistung bringt. Auf jeden Fall. Okay. Also das ist ein VW Bora hier. R32 Motor drin, der nochmal aufgebohrt wurde, R33 jetzt. Was für Turbo? BorgWarner EFR 9180. BorgWarner EFR. So, wir schalten mal kurz um, dann könnt ihr sehen. Also wir fahren jetzt zu Chor in Lauenau, auf A2 ist es.
einige sein. Fahrt mal alle rechts, sodass wir nach und nach zu einer Kolonne aufschließen. Der allererste weiß auf jeden Fall Bescheid, dass er langsam fährt. Der fährt nur 100. Und wenn alle anderen so gleich mit 120, 130 hinterherfahren, müssten wir eigentlich am Ende eine große Kolonne sein. So, das sieht auf jeden Fall stylisch aus hier drin.
relativ voll. Ich glaube, hier war neulich auch noch eine Baustelle, aber das legt sich hoffentlich jetzt bald. Ja, viele werden es nicht glauben, hier hängt tatsächlich ein Alu-Auspuff drunter. Später auf jeden Fall nochmal wieder, wenn
Leistungsmessung gibt.
Dank an alle Leute, die uns darauf hinweisen, dass rechts auch noch eine Spur ist. Wir wollen aber, wir sind als letztes losgefahren und wollen natürlich ein bisschen aufschießen. Somit müssen wir natürlich links fahren.
zeitgleich noch so einen ultrakranken 996 Turbo mit zweimal GTX 42. Viele Teile aus Griechenland. Und dann schauen wir mal, was raus wird. Damit das Ganze für uns nicht zu langweilig wird, fahren wir einfach mal links an allen vorbei, ja? Und fahren mal direkt vor, auch wenn es ein bisschen frech ist. Aber dann seht ihr mal so ein bisschen die Autokolonne hier. Die werden uns schon gleich einen Platz lassen hier. So, genau, der fährt jetzt einmal rüber hier. Angekommen. Ich werde jetzt auch so lange filmen, wie der Akku hält. Dann wird der Akku auf jeden Fall irgendwann zu Ende sein. Dann besorge ich mir erstmal mein Akku-Pack und dann geht es auch schon demnächst mit den ersten Leistungsmessungen weiter. Nochmal für alle, wir sind hier in Launau bei Core Tuning. Jetzt wollten wir euch erstmal mal Haube zeigen und so hier. Damit alle, die zugeschaut haben, nochmal gucken können, worum es hier geht. So, also wir haben hier einen Bohrer aus dem tiefsten Osten. Ja, das war das Fahrzeug. Geplant ist für nachher auf jeden Fall eine Leistungsmessung. Und dann schauen wir mal, was das Ding so bringt. Ihr seht da den Prüfstand. Der Parkplatz hier war vorhin noch komplett leer. Der ist mittlerweile fast ganz voll. Essen ist aufgesorgt.
Gezecke. Schon dezenter Stau. Einmal über den Parkplatz hier kurz. So, das ist übrigens Jackie, Chorchef hier, der das Ganze hier heute möglich macht. Chor Hamsik, lass mich grüßen bitte. Geht's dir gut? Mahlzeit. Der Bruder kann sich denken, der Bruder muss weg hier, ne? Aber du warst drin, ne? Ja, klar. Bitte. Hi, grüß dich. Hi. Hi, der Mann aus Isenhagen. Hi. So, ja, es eskaliert auf jeden Fall schon wieder leicht hier. Wir hatten auf dem Hinweg schon 5.500 Zuschauer. 5.500? Ja. Das ist Goldwert, oder? Ha? Der Platz ist goldwert jetzt. Ja. Ja, ist auch schon randvoll fast, ne? So. Tja, also ich suche erstmal mein Ladegerät weiter. Ich suche mein Ladegerät erstmal weiter und sobald es hier losgeht mit ein paar Leistungsmessungen und so weiter, werdet ihr auf jeden Fall auf Hannover Hardcore rechtzeitig wieder informiert. Und alle anderen, die Langeweile haben, können natürlich gerne vorbeikommen. Ein paar Stunden sind wir auf jeden Fall hier. Bis später, ciao.